So, damit wir nicht nur Booster öffnen, habe ich euch heute zum vierten Türchen eine Glaziola GX Tinbox mitgebracht, die wir jetzt öffnen werden. Die ist jetzt zwar nicht, ja, so das neueste, beziehungsweise, ja, eigentlich ist es schon die neueste Tinbox, die es gibt. Und deswegen gucken wir mal, dass wir die öffnen. Aber sie ist auch nicht, ja, nur boosterhaft, sondern, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Wir holen die jetzt später raus, damit ich die nicht beschädige, weil hier seht ihr die nochmal im großen Blick. Sehr schöne Karte, wie ich finde. Deswegen habe ich auch diese Box geholt. Und sorry für den stotterigen Anfang. Ich wusste gerade nicht, was ich machen soll. Ah, den Code kann ich euch geben hier. Viel Spaß mit der Glaziola GX-Box. Denn ich bin aufgeregt, weil ich hier eine schöne Box öffnen darf. Ich hoffe natürlich, da sind gute Sachen drin. Oh. Oh. Ja. So. Machen wir mal wieder zu. Stellen wir die mal hier in den Hintergrund ein bisschen. Und ja. Wir machen die Reihenfolge so. Rayquaza als letztes. Logok. Sonne und Mond Base. Und Ultra Prisma als erstes. Weil mich das Set am wenigsten interessiert. Obwohl es eigentlich ein cooles Set ist. In dem Sinne, weil es nicht mehr im Print drin ist. Das heißt, es müsste eigentlich an Wert steigen. So, und weil wir hier bei Sonne und Mond sind, heute vier Karten nach vorne. Wir machen es wieder so, wenn es einen Hit gibt, dann geht der Code an euch. Ansonsten für mich hier die Psycho-Energie, ein Bronzon, Feuerdist, Shelterrein, Electek, Haspirohr, Bobungus, Magma, die kennen wir ja schon alle, Panflam, sorry, langsam. Ja, man merkt es mir an, dass ich sehr nervös bin heute. Ein Schlupleck und ein Alola Kokowai. Okay, ja, das war die richtige Entscheidung, das zuerst zu öffnen. Jetzt Sonne und Mond Base Booster. Mal gucken. Noch keinen Code bisher für euch. Aber das kann noch werden. Den auch an Seite und 1, 2, 3, 4. So, Wasserenergie. Ein Corazon und ja, ich musste ein bisschen schütteln, weil dieses Corazon nicht fokussieren wollte. Eine Doppel-Farblos-Energie. Dragonier, Peck-Peck, Granovil. Ich habe ja schon die meisten Karten aus Sonnenmond Base. Snubbul, Ibitak, Mabula. Kolosand ist eine Sternkarte und ein Kordurso. Immerhin die erste Sternkarte aus diesem. Ja. Aus dieser Tinbox. Mir fehlen irgendwie heute die Worte. Sonnen, Mond, Sturm am Firmament, Logok Booster. Kaputt gemachtes Booster. Okay. Ja, das ist dann halt so, ja. Komplett im Eimer. Weg damit. Es fliegt hier durchs Bild, das ganze Booster. Genau, passt perfekt. Vier nach vorne. Und eine Stahlenergie. So. Zombiris. Kecleon. Ich tue mal die Karten ein bisschen an Seite, damit ich wieder gut ablegen kann. Das stört mich nämlich ein bisschen, dass ich das so umständlich weglegen muss. Kecleon. Ein Notgürtel. Ein Schuppet. Hydropi. Flemli. Flurmel. Notuska ist klar. Ist ein Tuska. Ein Bummels als Reverse. Oh, sehr geil. Cherox GX. Erster Hit. Und diese GX-Karte habe ich sogar noch nicht. Danke, Logok. Das heißt, Grüße gehen raus an euch. Diesen Code dürft ihr euch jetzt einsnacken. Hoffentlich zieht ihr was Gutes. Wie gesagt, gerne mal berichten, falls jemand aus meinen Codes was Gutes zieht. Würde mich sehr interessieren. Also gerne kommentieren und auch gerne für dieses Opening ein Like da lassen. Ich glaube, das habe ich eben noch nicht gesagt. Und ja, ich hoffe, es geht noch gut weiter. Wir haben nämlich noch einen Booster. Schauen wir mal, ob ich da aus Rayquaza noch was Cooles ziehen kann. Am besten, am liebsten wäre mir ja ein Rayquaza. Ja. Die gehen immer so kaputt hier, diese blöden Booster. Der Code ist erstmal für mich. Hier haben wir dann wieder vier Karten nach vorne.
Fangen wir an mit einer Feenenergie. So, Fokus, Autofokus bitte. Schauen wir mal. Pelipper. Ich schüttle immer ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich schüttel, dann fokussiert das ein bisschen besser. Ja, das klappt. Pelipper. Dann Sonnfehl, Lebenskräuter, Samurzel, Tanne, Schuppet, Hydrophobie, Flemli, ach, Reverse Flurmel. Meine ich habe ich schon und nur ein Regirock. Aber immerhin eine Gex. Und das war's. Wir holen nochmal die Gex nach vorne. Und damit verabschiede ich aus dem vierten Türchen. Hoffe, wir sehen uns auch morgen im fünften Türchen wieder. Und ja, wie gesagt, gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis morgen.